In diesem Video geht es jetzt um das Thema Aufstellen und Ausgleichen von Reaktionsgleichungen. Im Gegensatz zu den anderen Videos, wo die Symbole der Stoffe, die da miteinander reagieren, schon vorgegeben ist, wo man also nur Zahlen ergänzen muss, ist jetzt hier nicht, sind jetzt nicht die Symbolschreibweisen, sondern Text vorgegeben. So, die Reaktion, die jetzt hier behandelt werden soll, ist die, hier oben steht, Dieisentrioxid reagiert mit Kohlenmonoxid zu Eisen und Kohlendioxid. Hier gilt als wichtigster Ratschlag, bevor man hier mit Symbolen gleich anfängt, etwas aufzuschreiben, sollte man diesen Text, der hier relativ klar aufgeschrieben ist, erstmal übersetzen in ein Reaktionsschema. Das heißt, wir machen aus diesem Text eine Reaktionsgleichung, bei der wir für die Stoffe, die da reagieren, entsprechende Wörter einsetzen. So, und dann haben wir hier Dieisentrioxid reagiert mit Kohlenmonoxid. Das sind also die Ausgangsstoffe zu Eisen und Kohlendioxid. Das schreibe ich jetzt hier auf. Moment. Ich verwende dabei auch schon also diese Schreibweisen mit Plus und dem Reaktionspfeil. Nur ich schreibe das Ganze oder ich schreibe die Stoffe mit ihren Namen auf. Am besten auch die richtigen Bezeichnungen. Also nicht einfach nur, das Dieisentrioxid ist ja Eisenoxid, sondern richtig mit der Formel. Irgendwie klappt es heute mit dem Schreiben nicht. So, Kohlendioxid. So, bevor man jetzt hier irgendwas anfängt schon ausgleichen zu wollen, macht man eine Sache ganz einfach. Man überträgt das, was hier steht, in die entsprechenden Symbole. Unabhängig davon, ob die Reaktionsgleichung dann ausgeglichen ist oder nicht. So, Dieisentrioxid, also Fe2O3, Kohlenmonoxid, Co, Eisen, Fe. Auch hier verkneife ich mir schon irgendwie was vorne dran zu schreiben, weil ich sehe, oh ja, das muss ja 2 Fe sein. Nein, einfach mal so aufschreiben, wie es hier oben steht. So, und dann haben wir nämlich genau die Situation, die wir schon bei den anderen Aufgaben haben. Es steht da, was gegeben ist, die Stoffe, die da miteinander reagieren. Und ich muss jetzt halt kontrollieren, stimmt die Reaktionsgleichung oder nicht. Und da gehen wir genauso vor wie bei den anderen Beispielen. Ich schreibe mir auf, was gegeben ist. Eisen habe ich zweimal. C habe ich jetzt bisher nur einmal. Sauerstoff habe ich hier drei Stück. Und da eins. Das gleiche auch hier drüben. Fe einmal. O zweimal. Und C einmal. So, und jetzt ginge es darum, das Ganze auszugleichen. Was wichtig ist, ich gucke mir zuerst mal das Element an, das in den meisten Verbindungen vorkommt. Und das ist auf jeden Fall der Sauerstoff, denn der kommt hier mal vor, hier und hier. Also gleiche ich das zuerst aus. Ich habe hier drüben CO2. Ich kann ja 1, 2, 3, 4 und so weiter CO2 haben, also habe ich immer eine gerade Zahl. Aber ich muss eine bestimmte Anzahl an Cs haben. Und wenn ich jetzt hier 3 O habe, von denen jeweils eines zu einem CO dazukommt, muss ich gerade drei Stück hier davon nehmen, damit jedes O von diesen dreien hier ein CO bekommt, um daraus ein CO2 zu bilden. So, das ergänze ich 3 mal 1 und das hier 3 mal 2. In beiden Fällen
gibt es 6, also 6 O's. Jetzt fehlt mir nur noch Eisen und Kohlenstoff, der ausgeglichen werden muss. Zur Erinnerung, ich gleiche als letztes das Element aus, das als Element alleine da vorkommt, und das ist das Eisen. Das heißt, ich nehme mir jetzt den Kohlenstoff vor, und da habe ich ja hier dreimal den Kohlenstoff hier und hier auch dreimal Kohlenstoff. Das heißt, das ist richtig, das ist richtig, das und das ist richtig. So, jetzt fehlt nur noch das Eisen. Hier habe ich zwei, da habe ich einen, also zweimal das Ganze und schon ist es ausgeglichen. So, nochmal zurück zur ursprünglichen Aufgabe. Das, was hier unten drunter steht, das ist so, wie wir es vorher gemacht haben. Da sind die Symbolschreibweise gegeben und wir gucken nach, ob es ausgeglichen ist oder nicht und ergänzen gegebenenfalls hier diese stöchiometrischen Faktoren vorne dran. Bei dieser Aufgabe ist es ja anders. Es fehlt nämlich die Symbolschreibweise. Und da gibt es eine ganz klare Regel. Gucken, was sind die Ausgangsstoffe? Die muss man eben in dem Text erkennen. Das steht nicht immer so einfach da, wie das jetzt hier gegeben ist. Und wir schreiben das Ganze als ein Reaktionsschema auf. Das heißt, wir verwenden eine Art Reaktionsgleichung, wo wir allerdings nicht die Symbole erstmal verwenden, sondern wir schreiben die Namen der Verbindung auf und schreiben die so auf, wie es später in der Reaktionsgleichung dastehen soll. Und dann erst übertragen wir, unabhängig, ob es richtig oder falsch ist, die Symbolschreibweise. Dieisentrioxid ist Fe2O3. Kohlenmonoxid ist CO, Eisen ist Fe und Kohlendioxid CO2. Dass das da nicht stimmt, passiert halt öfters und man muss dann eben noch ausgleichen. Ich möchte jetzt nochmal auf ein Beispiel eingehen, bei dem Probleme aufgetaucht sind. Und zwar ist es eine kombinierte Aufgabe gewesen. Die Schüler sollten zunächst mal bestimmen, was für eine Verbindung aus Aluminium und Sauerstoff entsteht. Und aufgrund der Ladung der Ionen, die man sich aus dem Periodensystem ablesen kann, ergibt sich die Formel Al2O3. Und dann hieß es später, bestimme die Reaktionsgleichung zur Reaktion von Aluminium mit Sauerstoff. Nun ist es so, zum einen verwechseln viele diese Gleichung, die hier oben steht, mit einer Reaktionsgleichung. Allerdings findet hier überhaupt keine Reaktion statt. Was ich hier habe, ist so eine Art umgekehrte Dissoziationsgleichung. Also in diese Richtung wäre es eine Dissoziation. Dissoziation deshalb ist Dissoziation. So. Dissoziation deshalb, weil diese Verbindung enthält ja schon Ionen und die gehen in diese Richtung auseinander. Umgekehrt gibt es eigentlich nicht unbedingt. Und wenn es heißt Reaktionsgleichung, bei der Aluminium mit Sauerstoff reagieren, dann ist das hier eben nicht richtig, weil ich habe ja kein Aluminium hier, sondern ich habe Aluminiumionen, ich habe Sauerstoffionen. Also ist das nicht richtig. Bei dieser Reaktion sollte man dann so vorgehen, wie ich das eben gerade gezeigt habe. Wir schreiben zunächst mal das Reaktionsschema auf. So, und das steht jetzt natürlich nicht da. Also das da hat mit der Reaktion an sich erstmal gar nichts zu tun. Reaktion soll ja lauten Aluminium reagiert mit Sauerstoff zu dem Sauerstoffoxid. Und das wurde ja vorher bestimmt, das ist nämlich das Dialuminiumtrioxid. Dialuminiumtrioxid. Okay, ist nicht so gut geschrieben, aber das soll Dialuminiumtrioxid heißen. So, und der nächste Schritt ist dann wieder, was ich gesagt habe. Wir schreiben auf, was ist Aluminium? Was ist Sauerstoff? O2, Sauerstoff als Gas, als Nicht-Edelgas, hat immer die Formel
dass es zwei Atome zusammen sind in einem Molekül. Und Aluminiumtrioxid ist Al2O3, wurde vorher bestimmt. So, im konkreten Beispiel kam der Vorschlag, dass einfach aufgeschrieben wird, Aluminium plus O2 reagiert zu AlO2. Steht ja hier drüben. Und der Fehler ist, dass hier überhaupt nicht beachtet wird, welche Stoffe ja miteinander reagieren, was da rauskommt. Das wäre zwar okay, und das ist ja im Prinzip auch okay, aber hier, dieser Stoff ist falsch, denn ich kann nicht einfach sagen, weil da vorne Al und da O2 steht, muss die Formel der Verbindung Al2O3 sein. Das ja, wäre zwar ganz praktisch, weil da muss ich nichts ausgleichen, aber es ist in diesem Fall falsch. Das heißt, man muss eben sich wirklich vorher genau überlegen, wie ist die Formel? Und diese Formel muss dann erhalten bleiben. So, nächster Schritt ist, ich muss das Ganze jetzt ausgleichen. Auch hier wieder, wir schreiben uns auf, wie viel sind gegeben. Und hier drüben genau das Gleiche. So, Aluminium momentan hier 1, Sauerstoff hier 2. Aluminium hier 2, Sauerstoff 3. Jetzt ist die Frage, mit was fängt man an? Man hat nur zwei Elemente. Hier kommen sie jeweils getrennt vor als reine Elemente. Und hier kommen sie an meiner Verbindung vor. Ich denke, es ist klar, dass man mit dem Sauerstoff anfängt, weil hier O2 steht. Während beim Aluminium, da kann ich eine beliebige Anzahl ausgleichen, was eben beim Sauerstoff nicht geht. Deshalb fange ich hier an. So, ich habe hier 2, da habe ich 3. Um auf die gleiche Anzahl zu kommen, brauche ich das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 und 3, das ist eben 6. Das heißt, ich muss hier mal 3 rechnen, damit ich auf die 6 komme. Und hier mal 2, dass ich auf die 6 komme. So, und diese Zahlen, hier die 2, kann ich jetzt hier übertragen. Beim Sauerstoff muss das da auch hin. Eine 3. Und jetzt kann ich mich mal ums Aluminium kümmern. Ich muss natürlich hier beachten, dass hier eine 2 vorne dran steht. Das bezieht sich eben nicht nur auf den Sauerstoff, sondern natürlich auch auf das Aluminium. Das heißt, ich habe jetzt hier 4 Stück insgesamt. Und dann kann ich hier drüben das Ganze ergänzen, damit ich auf die gleiche Anzahl komme. So, und jetzt stimmt das Ganze. 4 und 4, 6 und 6 Stück Sauerstoffatom. Also nochmal, grundlegende Regel. Die Reaktion in einem Reaktionsschema mit Worten aufschreiben. Die Verbindungen oder die Elemente in Symbolschreibweise aufschreiben. Wobei man beachten muss, ob es eben ein einzelnes Atom ist oder wie in diesem Beispiel hier bei den Gasen, bei den Elementgasen, dass es O2 oder Cl2 oder H2 oder sonst was ist. Dann Anzahlen bestimmen, wie viel sind von jedem Element auf jeder Seite gegeben, wie ich das ja auch hier gemacht habe. Und dann ausgleichen. Wobei ich beachten muss, dass ich natürlich nur vorne dran einen stöchiometrischen Faktor ergänze. Nicht irgendwie hier was ergänzen, einen neuen Index dazu machen, weil das würde ja den Stoff verändern. Und das muss eben sein, muss eben richtig sein. Kohlenmonoxid, Kohlenmonoxid, Dieisentrioxid, Dieisentrioxid und so weiter. Also, ich hoffe, das klappt jetzt. Und bitte nicht diesen Fehler machen, einfach nur die Stoffe hinschreiben und da ein Produkt daraus herstellen, das besonders gut passt. Immer darauf achten, welcher Stoff entsteht da wirklich dabei.